Hallo Frankfurt, wir haben Dienstag, der 9.5.23. In Frankfurt hatten wir heute Sommergewitter und es hat immer mal stärker, mal weniger stark geregnet, hat auch zwischendurch mal aufgehört, aber generell war es ein nasser Tag. Ich habe heute gedacht, ich fahre mal hin und bringe ja was zum Essen. Gestern war ich nicht dort und ich sehe dann so eine grüne Bauplane, da denke ich jetzt, was ist denn das? Ist das ein Mofa? Bin ich näher ran, war ich mir nicht sicher. Und dann habe ich gesehen, ja, ist Person X. Und wie man sieht, ist sie nicht mehr in der Lage, richtige Entscheidungen zu treffen. Also obwohl es heute den ganzen Tag geregnet hat, hat die da ausgehalten, hat sich nicht in Sicherheit unter die Brücke gebracht, ist klatschnass und hockt da jetzt am Straßenrand. Da, wo sie letztens ohnmächtig geworden ist. Komplett verdreckte Sachen. Was soll ich sagen? Ich habe sie dann noch gefragt, ob sie heute frühstücken war. Dazu gesagt, sie hätte ein Brötchen bekommen. Wir erinnern uns, die Caritas hat ja zu mir gesagt, ich solle mir keine Sorgen machen. Hier musst du dir permanent Sorgen machen, wenn du mit dem Thema Obdachlosigkeit zu tun hast. Also kann ich da morgen wieder anrufen, kann mich drum kümmern. Deswegen kann ich sagen, so sieht man aus, wenn man vom Paritätischen Betreuungsverein Frankfurt seit November 2021 betreut wird. So sieht man aus, laut Sozialdezernentin Feutel von ihrem Brief vom 6. April 2022, also vor über einem Jahr. Ich kann Ihnen versichern, dass wir unserem gesetzlichen Auftrag zur Unterstützung vollumfänglich nachkommen. Und das Amt für Wohnungslose hat ja am 20.04.23, also ein Jahr später, ebenfalls bestätigt, dass diese Frau engmaschig betreut wird. Es ist nur sehr seltsam, dass meine Berichte und meine Bilder und meine Videos was ganz anderes zeigen